So, wir haben heute eine ganz tolle Story für euch. Und zwar sind wir heute mit dem TTD, Turbotechnik-Team. Das war der Bassi, den kennt er ja schon, mit seinem S4 mit 1400 PS aus dem letzten Video. Und dem Micha. Hi. Um den sein Auto geht es heute. Und zwar handelt es sich um ein Lotus Elise mit einem Turbo-Umbau. Der heute dementsprechend hier in Holland abgestimmt werden soll. Wir sind hier bei Wolleberg Motorsport sind wir heute. Genau, und das Ganze wird heute abgestimmt von einem relativ bekannten Abstimmer. Sollte auch vielen, sag ich mal, in der Szene ein Name sein. Ich denke ja. Der Johann, ja. Der Johann, der ist jetzt selbstständig. Der war mal, ich glaube, knapp 25 Jahre bei KMS-Abstimmer. Und jetzt hat er das mal selber in die Hand genommen, die ganze Sache, und ist jetzt selbstständig geworden und stimmt auch für uns weiter in die Motoren ab. Ja, dann wollen wir mal sehen, was heute bei rauskommt. Ne? Ich würde sagen, wir reden gar nicht so viel, wir lassen einfach ein paar Eindrücke sprechen. Wir sehen, wo es hingeht, wir machen erstmal eine Runde und dann sprechen wir uns zurück, wenn wir mehr wissen, oder? So sieht's aus. Also, so wird's gemacht. Bis denn. Und, bist du aufgeregt? Ja, schon ein bisschen. Wie jedes Mal, wenn es um ein Auto geht. Wenn es auf dem Prüfstand ist, ne? Muss man. 2 Jahre Arbeit. Und nachher werden wir wissen, ob es noch ein Jahr wird oder ob das funktioniert. Wir drücken dir die Daumen. Danke. So, wir sind jetzt bei Wolleberg Motorsport drin. Das Auto wird gerade verzurrt. Das heißt, wir gehen jetzt mal in den Bereich, wo der Prüfstand ist. Das heißt, das war gerade quasi der Empfangsraum. Wenn wir jetzt den Blick, sage ich mal, nach rechts schwenken für euch. Dementsprechend einmal verzurrt. Alles eingerichtet und dann geht es dementsprechend langsam los, dann wird langsam sag ich mal, eingefahren, gucken, okay, welche Werte werden geändert und dann wird angefangen, sag ich mal, das wird dann, wenn wir nachher ins Detail gehen, was wir Basti dann sicherlich gut erklären können, was dann dementsprechend geändert wird, weil eine Grundapplikation ist auf dem Motor schon drauf, das heißt, der Motor läuft ja auch und jetzt geht es halt ans Eingemachte, wie viel Leistung danach dann steht, knackt er die 500 am Rad etc. pp. Darum geht es jetzt. Und wenn es soweit ist, würde ich sagen, sprechen wir uns auf jeden Fall wieder. Ich musste gerade noch mal hingucken zu dem geilen Stück. Und dann geht das ab. Grundbasis ist das ein Toyota-Motor, ist ein 1.8er mit VTEC, also sprich, der hat eine Ventilloop-Verstellung und eine Nockenwellen-Frühverstellung hat er drin. Den hatten wir umgebaut von Sauger erstmal auf Kompressor. Da sind wir irgendwie auf knapp über 300 PS gekommen und da hatte ich dem Micha gesagt, pass auf Kompressor, das funktioniert nicht, wir müssen das Ding mal auf Lader umbauen. Da haben wir das letzte Jahr haben wir damit angefangen, das Ding auf Turbo umzubauen, haben auch kompletten Kurbeltrieb rausgeschmissen, alles neu rein, Schmiedekolben. Haben dann einen GT30 Turbolader von meinem Audi genommen von der letzten Saison. Das ist ein GT30 82 mit 7+7 Schaufeln. Ja, was haben wir noch gemacht? Andere Nockenwellen sind hier drin. Eine 100er Ansaugung, wie das ja schon siehst. Saugrohrserie geblieben bei dem Motor. 630er Einspritzdüsen. Eine Bosch-Pumpe ist drin. Und was haben wir hier? Ein MVR Wastegate noch mit drin. Abgasanlage ist Eigenbau von mir. Wasserladeluftkühlung. Ja, und das Ganze wollen wir heute mal ausprobieren und schauen, was das heute so bringt. Für mich ist es auch komplettes Neuland mit dem Motor. Ich weiß nicht, was die Dinger können. Micha sagt, die können mal so was um die 500 bis 600 PS. Für mich ist das noch komplett ungewiss. Also der Kurbeltrieb meines Erachtens, den ich da gebaut habe, kann deutlich mehr. Ich denke mal so 700 bis 800 PS sollte kein Problem sein für den Motor. Aber das wird sich natürlich heute zeigen, weil das halt diese Open-Deck-Motoren, da bin ich immer so ein bisschen nicht der Freund von. Und deswegen glaube ich, dass das so, sind die schnell die Grenzen natürlich gesetzt bei so einem Motor. Ne? Aber wir werden uns mal überraschen lassen. Ich denke mal, wenn wir heute so die 500 im Kasten haben, ich denke mal, das ist schon mal ganz gut. Ne?
Steuergerät? Steuergerät ist ein Plug-and-Play-Steuergerät, ist eine Adaptronik. Das heißt, der Motorkabelbaum, der hier original verbaut ist, der bleibt auch Serie. Die Steckerkombinationen passen 1:1. Man kriegt halt eine passende Software für das ganze Steuergerät, ist halt frei programmierbar. Und ja, man hat da ein paar zusätzliche Spielereien noch an den Adaptronik, man hat ein paar Ausgangssignale, die man mit der Seriensteuerung natürlich nicht mitmessen kann. So EGT, also Abgastemperatur, Saugrohrtemperatur, was man natürlich jetzt für den Turbo-Umbau auch braucht, eine Ladedruckantaktung. Das kann man alles dann natürlich dann mit ansteuern oder mitmessen. Ja, also im Grunde ist das eigentlich eine feine Sache. Ich bin zwar nicht so der Adaptronik-Freund, also nicht der Kenner damit, also, aber der Micha wollte es damals eigentlich haben, weil es halt eine Plug-and-Play-Lösung war. Und von daher hat er sich dafür entschieden, statt irgendwie jetzt eine KMS-Steuerung anzubauen, was ich ja bei ihm gerne mache. Ja, und das war halt eben so der Grund für ihn, das einfach die Adaptronik reinzumachen, braucht man keinen neuen Kabelbaum bauen dafür. Ist für ihn natürlich, für den Laien natürlich deutlich einfacher, ne, das Ganze in Betrieb zu nehmen. Jetzt machen wir erstmal Leistung und wird das Ding erstmal ein bisschen gequält, ja, ne? Machen wir erstmal das Grundsetup erstmal so ein bisschen abfahren, ein bisschen anrollen, Teillastbereich abstimmen. Dann gehen wir irgendwann so nach und nach, fangen wir dann in den Volllastbereich zu fahren. Also ich denke mal, wir werden erstmal versuchen, die Leistungsbereiche der Nockenwelle rauszufahren. Erstmal sprich, die Nockenwellenfrühverstellung werden wir wahrscheinlich erstmal rausfahren. Ab wann bis wann die eine Leistungssteigerung noch entwickelt. Dann werden wir die Ventilhubverstellung werden wir auf jeden Fall nochmal probieren. Gucken, was da das Potenzial steckt, wo, wann, ab welchen Drehzahlbereichen. Und aus den zwei, drei Kombinationen werden wir dann irgendwo dann in den Leistungsdiagramm, wenn wir dann später sehen, wo sich das Ganze hinpendelt. Und dann können wir das natürlich einen schönen Schnitt machen und die ganzen Sachen in Kombination, sprich Frühverstellung, weiß nicht, bei 1400 starten und bei 6000 ausmachen und den Ventilhub vielleicht, weiß nicht, bei 5,5 aktivieren und bis Drehzahlende natürlich durchlaufen lassen. Aber das wird sich heute gleich rausstellen, wo das irgendwo sein Potenzial hat, das Ganze. Was hat er jetzt? Jetzt haben wir 310 PS müssen das sein. Ja, 310 kommt es ungefähr. Ja, du siehst ja, wie das Drehmoment schon verläuft. Der wird wahrscheinlich die Nockenwellen jetzt angestellt haben. Und vorher hatten wir ja so einen Einbruch, ne? So einen Drehmoment-Einbruch. Jetzt mit Nockenwellenfrühverstellung zieht er den deutlich höher an und zieht bis nach oben hin. Jetzt probieren wir gleich nochmal aus. Mit dem Nockenhub, der wird dann wahrscheinlich erst bei 5000 Umdrehungen funktionieren. Und wie ist das für dich, mal so live dabei zu sein? War ja schon ein paar Mal, aber jetzt gerade, wenn man so, sage ich mal, aus dem Bekanntenkreis das erste Auto auf Prüfstand dann mal sieht, ist es halt auch Nervenkitzel, glaube ich, für die ganze Company, außer für Basti, der ist da ganz entspannt gerade an der Geschichte. Finde ich mega geil. Bin mal gespannt, wo es hingeht. Ich glaube, 284 PS hatten wir gerade schon. Mal gucken, wo es jetzt hinläuft. Der Johann ist auch ein richtig geiler Typ. Der Johann, ne? Ist mega entspannt, definitiv. Richtig geil, locker drauf. Bin gespannt, was er daraus zaubert, auf jeden Fall. Aber 6,6. Stell mal rein. 6,6. Und dann die WTEC auch an. Dadurch, dass der Tank umgebaut ist, das ist ein Rennsporttank. Das heißt, der hat innen drin diese Schaumfüllung. Dadurch, dass er übertankt ist, das heißt, ziemlich voll ist. Wenn wir das Ruckeln haben, kriegen wir jedes Mal einen Überlauf quasi das Benzin, was überläuft und durch die Kapillarwirkung, weil der Schlauch wieder auf den Boden zurückgeführt wurde.
saugt er sich den Sprit von unten halt an und dementsprechend läuft er dann immer leer. Deswegen haben wir jetzt gerade den Lauf abgebrochen, ändern das kurz einmal ab und dann geht es auch gleich weiter. Wir machen jetzt die Tankentlüftung, haben wir jetzt abgezogen, weil die läuft momentan jetzt auf dem Boden. Warte. Und wir machen da jetzt einen längeren Schlauch dran und leiten das direkt in der Flasche ab, um zu gucken, ob es wirklich an der Tankentlüftung liegt oder ob wir irgendeine andere Undichtigkeit haben. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es an der Tankentlüftung liegt. Ja, das probieren wir jetzt gleich nochmal aus und dann geht es, denke ich, mal gleich weiter. Ne?